Was denn jetzt? Ist dir zu kalt? Wir können nicht hierbleiben. Wir beide müssen heute ein Ritual durchführen. Hier. Trag das. Es gehörte meiner Tochter. Gut. Heute werde ich deinen Namen nennen. Doch nennt die Göttin ihn ebenfalls. Eigentlich würde deine Mutter das übernehmen, wenn du eine hättest. Das ganze Dorf wäre anwesend. Matriarchen vollziehen das Ritual. Aber wir sind Ausgestoßene. Doch trotzdem ehren wir die Stammesrituale. Ansonsten werden wir noch wie die ungläubigen Alten, die sich von der Göttin abgewandt haben. Doch ihr Unglaube war ihr Untergang. Für uns bleibt jetzt die Herrlichkeit der Schöpfung. Bestien in Luft, Wasser, Erde und Stahl. Die Jagd auf ein Tier ist eine Sache. Ganz anders als die auf Maschinen. Man braucht Demut und Respekt vor ihrer Macht. Ich bringe dir das bei. Eines Tages. Erzmutter Tirsa, warum ist sie hier? Will sie das Ritual verbieten? Nein, 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 nicht hinknien. Es ist fast soweit. Und so ist es. Du darfst mich anreden. Kommt ihr die Namensgebung segnen? Haben wir sie euch nicht vor 6 Monaten anvertraut? Aber wir sind Ausgestoßene. Aus freien Stücken. Doch sie... Nun... Ich bin Erzmutter Rost. Ich segne, wen ich bestimme. Dann ehrt ihr uns. Ja, ja, jetzt geh schon. Sei für die Verkündung bereit. Los! Urmutter, dieses Kind muss einen Namen verliehen bekommen, auf dass deine Liebe ihr Leben wärmt, wie die aufgehende Sonne die gesamte Erde. Sprich ihren Namen! Aloy! So ist ihr Name gesegnet. Aufhören, sofort! Was hast du getan? Die Namensgebung eines Kindes gesegnet. Störrisches Weib, diese Plage nennst du ein Kind? Was hat sie über ihre Geburt gesagt, Aussätziger? Antworte! Ich tat nur, wie ihr mir befohlen habt. Sie aufzuziehen, ja. Von Liebe war nie die Rede. Genug. Und du, ihren Namen zu segnen, als wäre sie eine der nur Pflicht. Eine des Stammes. Auch dir gegenüber. Ich bin hier. Und wo du auch hingehst, ich folge dir.
Und damit recht herzlich willkommen, meine Freunde, zu meinem Let's Play Horizon Zero Dawn. Ich kann euch gar nicht sagen, wie ich mich freue und wie ich, meine Herren, total geflasht bin von dem Intro. Da traut man sich ja gar nicht dazwischen zu reden. Ich bin ja eh kein Freund von bei Intros dazwischen zu reden. Ich freue mich total. Das Spiel ist endlich erschienen. Ich habe es tatsächlich auch noch einen Tag früher gekriegt. Das heißt, ich fange jetzt direkt an aufzunehmen. Ich habe ganz kurz reingeschaut, mich ein ganz klein bisschen mit der Steuerung vertraut gemacht. Aber wir fangen jetzt natürlich zusammen ein neues Spiel an. Wir spielen auf der Schwierigkeitsstufe normal. Und ich würde sagen, wir lassen uns jetzt überraschen, was jetzt passiert. Aloy! Aloy! Lauter Bären. Ein geschickter kleiner Sammler bist du, Bast. Nun geh, vielleicht findest du noch mehr, hm? Wirklich toll, gut gemacht. Kinder, kommt mit mir. Die Ausgestoßene ist zu meiden. Da. Oh, komm schon. Sind wir zum ersten Mal im Spiel, wir haben die Steuerung und jetzt sag mal ehrlich, sieht das nicht unglaublich geil aus? Also, ich bin total geflasht. Es soll auch im Vorfeld viel darüber geschrieben, eins der grafisch aufwendigsten und besten Spiele sein, die bis dato für die PS4 herausgekommen sind. Wo sind Ratten? Ja, überall sind Ratten. Also, grafisch soll es wirklich einer der besten Spiele, wenn nicht sogar das beste Spiel schlechthin für die PS4 sein. Und was wir bisher gesehen haben, ist da wohl ultra genial, oder? So, wir sind in die Höhle gefallen. Auf der Flucht vor den Dorfbewohnern, vor irgendwelchen Dorfbewohnern, die uns als Ausgestoßene bezeichnet haben und gesagt haben, wir sind zu meiden. Hey, das ist ein Kind. Ja, war also sehr, sehr, nicht schön für ein Kind, sowas zu hören. Nicht dazu zu gehören. Und jetzt sind wir in diese Höhle gefallen. Ja, und jetzt müssen wir erstmal schauen. Geh in die Höhle hinein, ein Geschenk aus der Vergangenheit. So, das machen wir jetzt mal. Oh. So, Aloy ist jetzt, ist das ein 6-jähriges Mädchen? Ich glaube ja, oder? 6 Jahre später stand da, glaube ich. So, jetzt gucken wir mal. Ziemlich eng, aber ich passe durch. Ja, okay.
drücken, um aufzustehen. Ja. Okay, ich kann mich also ducken. Und ich kann wieder aufstehen. Das muss eine Ruine der Metallwelt sein. Einer der alten Orte. Eine Metallwelt, das Ganze spielt, ich weiß gar nicht in welchem Jahr, 2177 oder so ähnlich, werden wir vielleicht noch erfahren. Die ganze Zivilisation ist eigentlich am Ende. Warum? Vielleicht erfahren wir das auch noch. Alles ist überwachsen, so wie wir das hier sehen, mit Kalkstein überzogen. Und wir schauen mal, was wir hier so finden. Ich muss mich mal immer ein bisschen umgucken im Moment. Sieht doch nur unglaublich aus, oder? Ich gehe mal ganz vorsichtig, ob wir was sehen. So, bis hierhin habe ich das vorhin kurz angespielt, mich mit der Steuerung vertraut gemacht, alles gecheckt. Weiter bin ich auch noch nicht gegangen. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier so finden. Ist denn hier überhaupt schon was zu finden? Die kleine Eloy hier in der Höhle tapst ein bisschen hier rum. Also die Animation von ihr, die finde ich ja schon mal super genial. Was ist da oben? Guck mal, ist es ein alter U-Bahn-Schacht? Alte Rohrleitungen, alte Maschinen, die ragen da so raus noch. Viele Tropfsteine. Wir gehen mal weiter. Es scheint so, als ob ich hier noch nichts finden kann. Es wird mir auch vom Menü noch nichts angezeigt. Wast sagt, ich soll nicht an solche Orte gehen. Aber er ist nicht hier. Aber er ist nicht hier. Also die Synchro bis hierhin finde ich auch schon mal sehr genial. Obwohl ich auch gelesen habe, meine Freunde, dass die Synchron im Deutschen ein ganz klein bisschen asynchron sein soll zu der Lippenbewegung. Aber das werden wir herausfinden. Aber ich würde schon ganz gerne auf Deutsch spielen. So, ich kann tatsächlich hier nichts tun. Wir gehen mal weiter. Wir gehen mal weiter. Treppen. Das ist das erste Spiel, was ich auf der PlayStation spiele auf meinem Kanal. Ich bin ja eigentlich normalerweise ein PC-Spieler. Den Witcher spiele ich zum Beispiel auf dem Gamepad von der Xbox, auch auf dem PC. Also wenn ich mich mit der Steuerung so ein bisschen hier verhake oder noch ein bisschen üben muss, seht mir das bitte nach. Aber im Moment klappt es noch ganz gut. So, was haben wir hier? Nichts. Ich bin immer bestrebt, hier zu suchen, ob wir irgendwas finden. Die kleine Eloy was findet, aber sie findet noch nichts. Ey, guckt euch mal die Animation an von der Kleinen. Guck mal, warte, ich lag nur mal eben runter. Habt ihr gesehen? Auch beim Runterlaufen hat die verschiedene Animationen. Dann krabbelt sie ein bisschen. Ist doch wohl super genial, oder? Hammer. Ups, ich bin gegen die Wand gelaufen. Ich wollte mal so einen Kameraschwenk machen. Das muss ich noch ein bisschen üben. Da vorne ist irgendwas. Okay. Die Frage ist was? Wo hast du denn da was gesehen? Ich habe hier nichts gesehen. Was ist da oben? Meinst du das? Ich gehe mal hier gucken. Was meinst du hier? Ist da irgendwas außer Vögel oder Fledermäuse? So richtig gesehen habe ich noch nichts. Was ist das? Ein Toter! Wo?
da unten. Wenn du das von hier aus siehst, ja, du hast ja gute Augen. Du hast ja gute Augen. Ich hab's von hier oben gar nicht gesehen. Licht, was von oben reinfällt. Boah. Unglaublich. Guck mal, die Lichtreflexionen an der Decke. Oder an den Wänden. Da glänzt doch etwas. Wie macht es das? R3 schalte den Fokus durch Drücken von R3 ein und aus. Ist das der Fokus von diesem Gerät jetzt, oder? Ja, jetzt ist es weg. Und jetzt ist es da. Und in der Mitte, guck mal, in der Mitte habe ich so einen Anvisierpunkt. Also, was mir gerade bei dieser Zwischensequenz auffiel, die Inszenierung, die ist nahezu perfekt. Also Kameraführung, Inszenierung, Visualisierung, Texturierung, Charakteranimation, es ist so perfekt. Also wenn das Spiel diesen Level beibehält, ja, dann ist das gigantisch. Ich komme aus dem Schwärmen im Moment gar nicht wieder raus. Das ist so genial. So. Was haben wir denn? Guck mal, jetzt haben wir da oben eine Distanzanzeige. Wir haben eigentlich die ganze Zeit eine... Guck mal, er zeigt uns, wo wir hin müssen. Und er zeigt uns auch die Entfernung, okay? Aber was ist das denn hier mit diesen Geräten? Ach, guck mal, hier sind alte Arbeitsplätze. Kann ich mit diesen Geräten irgendwas machen? Kann ich die aktivieren? Nee. Ich kann die nicht aktivieren. Okay. Da hinten ist auch noch ein Gerät. Ich gucke mich mal eben hier um. Aber das sind hier irgendwie so irgendwelche Arbeitsplätze und hier scheinen nur die Monitore wieder irgendwie... Faro steht auf dem Monitor. Will uns das irgendwas sagen? Man weiß es nicht. Ich stolper mal wieder die Treppe hoch. Eine Metalltür. Verschlossen. Vielleicht komme ich ja mit dem Gerät hier raus. Verwende das Gerät, um den Raum zu scannen. Aktiviere den Fokus durch Drücken. Ja, das kennen wir ja schon. Da ist was. Es hängt mit der Tür zusammen. Mit dieser Tür? Bunkertür. Brandschutztür verstärkt. Schlussintegrität erhalten. Okay. Dann gehen die Kabel. Guck mal hier. Juhu. Ein Rätsel. Netzkabel. Gehen hier rüber. Ein Holoschloss. Aha. Ja gut. Kaum 3 Minuten im Spiel, schon ein Rätsel. Ich bin begeistert. Ich bin total begeistert. Ich gucke nochmal mit eben hier. Geht die nur auf? Ja, das frage ich mich auch. Wir gehen mal den Pfeil entlang. Wir kriegen ja jetzt einen Wegweiser angezeigt, wo ich hin muss. Da gehen wir mal hin. Also ich kann tatsächlich... Was ist hier mit diesem... Ich bin... Warte, kann ich hiermit was machen? Nee. Ich weiß das im Moment tatsächlich noch nicht, deswegen gucke ich mir das alles so blöd an. Aber es scheint so, dass die nur da sind, aber ich kann nicht damit was machen. Okay. Gut. Habe ich verstanden. Und Ratten sind hier. Das ist toll.
Und Ratten. So. Das sind die Sachen, die wir gerade gesehen haben. Guck, hier steht auch Faro drauf auf dem Gerät, siehste. So. Was ist das? Code Nexus. Sicherheitsverschlüsselungsport für holographische Displays. Die Daten sind erforderliche Stellung für Holo-Schlösser in der Nähe. Aha. Okay. Das sind eigentlich. Das sind also Schalterstellungen. Und die Schalterstellung ist oben blau, unten ein roter Bereich. Habe ich verstanden. So, und hier ist ein Schalter. Ach, guck mal hier. Und jetzt kann ich den drehen. Oben ist rot. Und rot musste nach unten, oder? Ja, genau. Rot musste nach unten. Also. Einmal. Ein Farbwechsel. Aha, ein Farbwechsel. Lass mich raten, davon werden wir noch mehr und auch kompliziertere zu Gesicht bekommen. Kann ich mir vorstellen. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Und jetzt müsste die Tür auf sein, oder? Nach der Logik, die ich jetzt mal gerade so aufgestellt habe, müsste jetzt die Tür auf sein. So, bin ich jetzt auf dem richtigen Weg? Nö. Doch, da. Ein Farbwechsel an der Tür. Ist das so? Öffne die Tür. Geschafft. Klasse, Eloy. Geschafft. So, gucken wir mal weiter. Was ist da hinten? Guck mal, da ist was Grünes. Aha. Hier, da wissen wir ja, da kommen wir jetzt nicht dran. Jetzt können wir es scannen, wie wir wollen. Passiert nichts mit. Nö, passiert nichts mit. Okay. Haben wir verstanden. Ist es hier richtig? Eigentlich nicht. Oder? Wo bin ich denn lang gekommen? Ich bin hier. Habe ich die Tür aufgemacht, oder? Genau. Und dann sind wir hier rein. Da geht es nicht weiter. Also muss es hier weitergehen. Okay. Hier ist richtig. Gut, ich muss mich auch noch ein bisschen orientieren hier. Also von der Animation, von der Kleinen, da bin ich ja Mann um Mann. Da bin ich ja total überwältigt. So, das ist so liebevoll gemacht, so detailliert, so. Ah, so. Da kann man sich direkt. Da kommt man aus dem Schwärmen nicht wieder raus. Also, ich glaube, es hat sich wirklich gelohnt, so lange auf das Spiel zu warten. Ich habe mir extra für das Spiel eine PlayStation gekauft, weil es gibt es nur auf der PlayStation. Es wird es nicht als PC-Spiel geben, es wird nicht portiert. Es wird es nur auf der PlayStation geben. Und noch ein Gerät, wie das, was im großen Raum war. Guck mal, jetzt wird mir aber da was angezeigt. Seht ihr das? Jetzt wird mir da was angezeigt. Warte, ich gucke mich mal eben um. Meinst du, mir gefällt das? Es geht nicht besser. Er ist direkt hinter dir. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Schau, Daddy kann nicht bei dir und Mom sein, aber wir können trotzdem feiern, oder? Klar können wir. Zeig's mir nochmal. Nicht besser. Er ist direkt hinter dir. Hi. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Nicht bei dir und Mom sein, aber wir können trotzdem feiern, oder? Klar können wir. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Oh, die Kleine. Wir wissen ja jetzt so ein bisschen, dass ihre Vergangenheit so ein ganz klein bisschen schwierig war. Sie sind ja ausgestoßen.
Aber warum? Was ist da passiert? Und wer ist ihre Mutter? Und wer ist ihr Vater? Sie hat da schon sehr, sehr viele Sehnsüchte, habe ich das Gefühl, ne? Oh, tut mir ein bisschen leid, die Kleine. So, wir gehen mal weiter. Also muss ich doch einige Sachen scannen. Also den musste ich gerade scannen. Aber das wurde mir ja angezeigt. Das wurde mir ja angezeigt, dass ich da was scannen kann. Muss ich jetzt... Und wie lange funktioniert mein Gerät? Ist gleich irgendwas leer, Akku leer oder so? Und dann muss ich das wieder aufladen? Oder kann ich das immer benutzen? Fragen über Fragen. Hier ist ein Tisch, da liegt nichts drauf. Ach, guck mal, da geht's durch. Zwäng dich durch. Na so, super. Zu. Hinter mir zugegangen. Das heißt, ich komme nicht wieder zurück. Gut, so, was haben wir? Wir haben hier was, wir haben geradeaus was und wir haben hier einen Gang. Wir gehen erstmal nach rechts. Und wieder Ratten. Ich hasse Ratten. Ist das richtig hier? Ja, hier geht's wahrscheinlich irgendwo weiter. Guck mal, da wird mir wieder was angezeigt. Aber ich will erstmal hier nach hier gehen. Also es scheint mir, dass ich hier... Also das war da, wo gerade wir waren, dass es... da geht's nach oben. Das ist eigentlich wurscht, oder? Ob wir jetzt hier zuerst suchen oder davor zuerst suchen. Das ist wurscht. Also, hier wird mir wieder was angezeigt, was ich wahrscheinlich scannen kann. Dann scannen wir mal. Datenpunkt 1 von 63. Ach, guck mal. Muss ich den... Was kann ich denn damit machen? Na, schönes neues Jahr, liebes Tagebuch. Kannst du glauben, dass wir gestern Abend gefeiert haben? Haben wir aber. Gewissermaßen. Direktor Evans lud uns alle in den Gemeinschaftsraum ein. Weiß nicht, wo sie die bunten Hüte her hatte. Das war einfach nur makaber. Da sitzen wir also, warten, bis die Uhr Mitternacht erreicht und ich denke mir, versteht außer mir niemand die Symbolik? Vielleicht, wenn Skylar sich wieder betrunken hätte, aber den Fehler mit mir scheint sie nicht wiederholen zu wollen. Also ich, das sind so Protokolle, Sprachprotokolle, die kann man hier finden. Und das scheint von den Menschen zu sein, die hier mal gearbeitet haben, oder? Verstehe ich das richtig? Wenn ich diesen Scanner anhab, dann kann ich nicht so schnell laufen. Dann läuft sie langsamer. Deswegen muss ich den immer wieder ausschalten. So, was haben wir hier? Guck mal, da liegen sie. Viele Tote. Ich scanne mal hier, was hier ist. Ach, guck mal, da hinten leuchtet. Alles das, was ich scannen kann, das leuchtet dann. Sie haben sich im Gemeinschaftsraum aufgestellt. Wie Vieh im Schlachthaus. Aber sie haben sich angelächelt. Xana teilt Medikamente aus, als ob das Leben ein Schmerz sei, der verschwinden muss. Tja, ich nicht. Ich will nicht verstummen. Ich will nicht verhallen. Am Ende meines Lebens soll ein Punkt stehen. Keine Klammer. Nein, ein Ausrufezeichen. Also, wenn das hier jemanden aufregt. Pech gehabt. Ich schulde niemandem mehr. Irgendetwas. Oh. Ich glaube, er hat sich sein Leben dann selber beendet, oder? Sehen wir das? Warte. Ja. Er hat eine Waffe in der Hand. Seht ihr das? Okay.
Also an alle, die jetzt sagen, boah, du lässt dir aber Zeit, du gehst aber langsam hier durch. Ja, am Anfang ja, weil ich möchte das hier mir alles mal erstmal erkunden und herausfinden, was muss ich hier machen, wie geht das, wie ist so die Grundstory aufgebaut, was hat das hier alles, was ist das hier alles, warum, was ist hier passiert, ja. Und dann habe ich immer das Gefühl, wenn ich hier so durchhetze, dass ich irgendwelche wichtigen Informationen verpasse. Weil wir werden wahrscheinlich nicht mehr hier zurückkommen. Das sieht ja auch ein bisschen aus, als wenn das so ein bisschen Tutorial-Charakter hat, weißt du? Guck mal, dann stolpert sie wieder die Treppe hoch, süß. Ich höre auf zu schwärmen. Da vorne ist wieder was. Und da geht's auch rein. Warum sind sie hier gestorben? Was ist passiert? Das frage ich mich auch, Eloy. Was ist passiert? Warte mal, scannen wir. Da vorne liegt einer. Da liegt einer. Okay. Guck, an dem werde ich jetzt ohne Scanner einfach vorbeigerannt. Ich meine, ernsthaft unsere Gedanken für die Nachwelt erhalten? Tolle Idee, Direktor Evans. Habe ich nicht schon genug für die Nachwelt getan? Wäre ich denn hier? So? Wenn es nicht für die Nachwelt wäre? Ich bin fertig mit der Nachwelt. Die Nachwelt. Die Nachwelt. Da hinten liegt noch einer. Den scannen wir auch mal. Wo ist er? Da liegt er, oder? Ist er das? Nee, das ist er nicht. Wo ist er? Ach, der liegt da oben. Und da oben liegt auch noch einer. Hier liegen sie aber rum. Mann, oh Mann. Hier liegen sie rum. Die Erde wird sich bald auflösen. Wie Schnee. Die Sonne aufhören zu scheinen. Doch Gott. Das war Datenpunkt 4 von 63. Also wir haben noch einiges vor, was wir hier so finden wollen oder können. Guck, und alle, die wir gefunden haben, die werden dann nicht mehr markiert, siehst du? Okay, wir wissen also genau, welche wir schon haben. Das ist ja nicht schlecht. Sind da versteckte Hinweise drin? Vielleicht ist das alles, was ich brauche. Schwanger, oder? Sie war wohl schwanger. So, was haben wir hier? Da liegt nur einer. Gehen wir mal hin. Wie, jetzt gehen wir alle. Jetzt gehen wir nach zu jedem. Und bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unserer Schuld. Ich meine, unseres Todes. Tut mir leid. Ist lange her. Und die Medikamente, die Chana uns gegeben hat, sind echt stark. So, okay. Nochmal von vorne, Kinder. Gegrüßet seist du, Maria. Also die wussten irgendwo, dass sie nicht mehr lange zu leben hatten, oder? Die wussten das. Einige haben sich dann das Leben genommen, andere haben sich... So, haben wir alle? Da hinten liegt noch einer. Wie komme ich denn zu dem? Wie komme ich zu dem? Komme ich zu dem hier rüber? Komme ich hier rüber zu dem? Da liegt er. Hier liegt noch einer.
Welcher ist das? Der. Okay, ich weiß gar nicht, wie lange das Gerät funktioniert. Und Machu Picchu. Das wollte ich schon immer mal sehen. Hat nie geklappt. Warum habe ich Owen damals nicht begleitet? Blöd. Ich hätte mitgehen sollen. Tja. Ja, dann fallen einem so Sachen ein, die man nicht mehr... nicht mal machen kann, aber hätte machen sollen. So, jetzt gucken wir, ob wir alle haben. Ja, sieht so aus. Sieht so aus. So, dann gehen wir mal in die Richtung und gucken mal, ob wir irgendwo weiterkommen. So, müssen wir hier wieder runter? Mag sein, oder? Mag sein. Hier auch wieder runter? Hm. Ich kann mich hier stundenlang umschauen, Entschuldigung. Ich kann mich hier stundenlang umschauen. Sieht so genial aus. Und Ratten. Da geht's weiter. Da geht's weiter. Kann ich eigentlich mit den Ratten irgendwas machen? Die werden mir doch auch angezeigt, oder? So, wo war sie, die Ratte? Die war doch gerade noch hier. Kann ich mit der irgendwas machen? Da. Guck mal, die wird sogar gescannt. Ratte. R2, Ziel markieren. Halt. R2, Ziel markieren. Ja, jetzt habe ich sie markiert, die Ratte. Das ist ganz toll. Gut, brauchen wir vielleicht später noch. Da ist noch eine Ratte. Brauchen wir bestimmt später noch. Hier war ich schon. Hier war ich schon. Hier waren wir schon. Super, dass ich jetzt hier im Kreis gelaufen bin. Das ist toll. Ich freue mich. Ich freue mich. Da vorne läuft die Ratte. 54, 53, 52. Falsche Richtung. Ich musste mit dieser Richtungsangabe, muss ich auch noch mal ein bisschen klarkommen, wie die mir das sagt. Wie die mir die Richtung angibt, in die ich gehen muss. Das muss ich auch nochmal rausziehen. 42. So. 34. Ich muss wieder hoch. Das ist so super. Bin ich vielleicht falsch gelaufen? Wahrscheinlich. 40. 39. 38. Hier haben wir ja alles schon. Hier haben wir alles schon. Definiert. Ah, hier? Geht's hier weiter? Hier, da geht's weiter. Okay. Gut. Ich scanne, warte. Protokoll. Da ist noch was. Und bitte für uns Sünder jetzt. Ach, den haben wir schon. Stunde unserer Schuld. Den haben wir ich schon. Ich meine, unseres Todes. Tut mir leid. Ist lange her. Und die Medikamente, die Chana uns gegeben hat, sind echt stark. Ja. Den hatten wir schon. Hier geht's weiter. Okay. Entschuldigung, ich muss mich erst ein bisschen orientieren. So. Geht's da weiter? Anscheinend. Anscheinend. Aber jetzt wird hier mir keine Distanz angezeigt. Jetzt wird hier keine Distanz mehr angezeigt. Hm. Ja. Dann, da-dam. Nein, hier bin ich auch wieder falsch. Hier kam ich ja her. Hier kam ich her. Und hier bin ich wieder da. Ich will hier raus. Habe ich schon gesagt, dass ich hier raus will? Wahrscheinlich. Ich will hier raus. Finde einen Ausweg. Ja, würde ich gerne machen. Ich suche einen Ausweg. Ich suche. Es muss doch hier irgendwo rausgehen. So, hier wird mir eine Distanz angezeigt. Aber ist das denn hier tatsächlich richtig, dass ich nach oben gehe? Muss ich. Oder gibt's hier. Gibt's hier noch irgendwo eine? Nee. Guck mal, hier komme ich nicht lang. Und die Tür ist definitiv zu.
Also es muss richtig sein, dass ich nach oben gehe. Ja, super. Das geht schon gut los. Das geht 38, 37. Ich gehe in die richtige Richtung. Das ist schon richtig, oder? Ich gehe in die richtige Richtung. Haben wir denn auch eine Karte? Ich habe bestimmt auch eine Karte. So, aber ich versuche das erstmal ohne Karte. Das wäre doch gelacht, dass ich hier nicht rauskomme. Das wäre doch gelacht. Ich komme tatsächlich mit dem Wegweiser noch nicht klar. Guck mal, der Wegweiser sagt jetzt 37, 36, 35, 32, 31. Ich gehe also hier in die richtige Richtung. So, und dann 22. Ah. Er ist da. Rust hat mich gefunden. Ja. Da geht's los. Ich komme. Ich komme. Urmutter sei Dank. Komm, Kind, nimm meine Hand. Das ist kein Ort für dich. Komm hoch. Ja. Solche Orte sind verboten, Aloy. Bin reingefallen. Sie gehören zur Metallwelt. Was hast du da am Ohr? Nichts. War das da unten? Nein. Los, gib es mir. Nein. Aloy, solche Dinge sind gefährlich. Nein! Na, wenn du ganz allein von zu Hause wegläufst, wirst du lernen müssen, wie du in der Wildnis überlebst. Komm, Aloy. Nach Hause. Und ab morgen wirst du lernen zu jagen.